Hallo Freunde bei Bastis Grill und Koch Channel. Ich möchte mal etwas experimentieren, besser gesagt, ich werde einen Rollbraten machen auf dem Drehspieß, einen gefüllten Rollbraten. Habe ich so noch nie gemacht, ist Premiere auch bei mir, bin gespannt, wie ich es mache, besser gesagt, ob es gelingt oder nicht. Ihr werdet es sehen, bleibt dran. Wir brauchen in dem Fall 1,6 Kilo Schweinekamm ohne Knochen, 3 Teelöffel Memphis Rub, das ist eine Trockenmarinade, die gibt es im Internet, eine Bauerngurke, schön klein geschnitten, 2 Esslöffel Dijon-Senf, der ist ein bisschen cremiger, 1 Teelöffel geschnittene Petersilie, eine rote Zwiebel, auch hier schon in Würfel geschnitten und etwas Schnur zum Binden. Als erstes kümmern wir uns mal um unseren Schweinekamm. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den praktisch immer wieder aufklappen, damit wir den auch füllen können. Wir gehen jetzt einfach mal her und schneiden hier mit einem scharfen Messer vorsichtig rein. Nicht ganz durch. Man kann schon erkennen, er rollt sich schon. Das machen wir jetzt erstmal hier mit der ersten Seite. Jetzt kommt die zweite Seite, auch hier fahren wir wieder rein. Ich habe jetzt hier ein Filetiermesser genommen, das ist schön scharf und funktioniert wunderbar. Schaut halt, dass ihr nicht durchschneidet, das ist eigentlich schon sehr wichtig. So wie hier jetzt, ja, ist zwar nicht so gut, aber wir schauen, wie es wird. Das Ganze ist natürlich jetzt noch sehr dick, wir wollen das flach haben und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an zu klopfen. So, gefühlte 3 Stunden sind wir jetzt fertig mit dem Klopfen. Jetzt fangen wir mal hier an. Nehmen jetzt als erstes mal hier unseren Senf, geben den dazu, verreiben den wirklich überall auf dem ganzen Fleisch. Dann kommt unsere Trockenmarinade, unser Memphis Rub, den verteilen wir hier jetzt auch schön. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Einfach dazugeben und gleichmäßig verteilen. Dann kommen unsere roten Zwiebeln. Gurken. Da habe ich mich jetzt für die Bauerngurken entschieden. Ihr könnt auch Spreewaldgurken nehmen, die sind auch sehr, sehr gut. Die haben dann auch nochmal eine etwas höhere Säuregehalt. Geht alles. Aufpassen seitlich auf jeden Fall, dass ihr nicht, so weit die Füllung nach außen macht. Sonst fällt euch wirklich alles raus. Und ihr könnt es nicht gut wickeln. Immer schön Abstand lassen. Jetzt wird gerollt. Also ich fange mal an, wir klappen die Seiten rein. So in etwa. Und dann nehmen wir die hintere Tasche, falten die auch hier rein und fangen an zu drehen. Drücken aber seitlich auch immer wieder rein. Und jetzt werden wir das Ganze hier mit unserer Bratenschnur umwickeln. Wichtig ist dabei, das Ganze wirklich schön mit Zug zu machen.
dass es wirklich press aneinander ist. Es sieht zwar jetzt gerade ein bisschen aus wie so ein Handgranatenwurfstand, aber es geht. Und das Ergebnis muss stimmen. Das ist die Hauptsache. Ich habe ihn jetzt mal fertig gebunden. Ja, also ich sag mal so, es kann sich sehen lassen. Also den Nobelpreis, den gewinnt da jetzt nicht, was Sache, Binden angeht. Hauptsache, es hält auf dem Drehspieß, das ist für mich das Wichtigste. Und ich lasse es jetzt über Nacht im Kühlschrank, dass es wirklich schön einzieht, auch der Memphis Rub von innen. Und dann sehen wir uns morgen. So, dann würde ich sagen, spießen wir mal unseren Apparillo auf. Fahren jetzt einfach hier rein. Ich hoffe zumindest, dass es einfach geht. Und fahren vorne wieder raus. Müssen wir nur schauen. Jawohl. Genauso. Und jetzt kommt das Gegenstück drauf. Dann schrauben wir es gut zu. Naja, mit drehen nochmal. So. So sieht's aus, wenn er fertig ist. Ab auf den Drehspieß. So, unser Heckbrenner ist jetzt an. Wir haben den jetzt auf Halbschub und wir schließen jetzt den Deckel. Betreiben das Ganze ja mit 200 Grad circa und ich vermute mal, es wird so, ja, 1 Stunde 15, 1 Stunde 30 dauern. Eine Stunde ist jetzt vergangen. Wir lassen den jetzt noch mal eine halbe Stunde drauf. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich bis jetzt wirklich sehen lassen. So, Freunde, jetzt ist eine Stunde rum. Ich drehe jetzt noch mal den Heckbrenner auf Vollschub und gebe dem Ganzen noch mal 5 Minuten, dass er noch ein bisschen dunkler wird. Oh, ich freue mich schon drauf. So, jetzt ist er fertig. Bin gespannt, wie er schmeckt. Bleibt dran. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Füllung wunderbar. Jetzt probieren wir einfach mal. Wow. Wow. Das Zusammenspiel mit diesem Memphis Rub und den roten Zwiebeln ist wirklich ideal. Probiert selber mal aus. Ihr könnt es auch im Backofen machen oder indirekt auf dem Grill. Ergebnis wird halt jetzt nicht so von der Seite hier, von der Außenhaut wegen meinem Drehspieß. Aber es lohnt sich definitiv und schmeckt tausendmal besser wie diese selbstgekauften, was man überall bekommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da, würde mich sehr freuen. Bleibt gesund.